Um dort am besten hinzukommen, sollte man am besten in der Spielwiese sein und am Polar Peak. Damit man nicht von anderen Gegnern gestört wird. Und jetzt müssen wir weit fliegen von hier aus. Ein altbekannten Gebäude, das sich so, glaube ich, eine sehr, sehr lange Zeit verändert hat. Bis jetzt eben halt. Da hinten sieht man nämlich schon etwas. Da ist einfach eine Rune drin. Ich weiß auch nicht, wie Epic Games auf die Idee kam. Ja, da vorne sieht man schon so einen kleinen einen Teil eben halt. Es muss eben halt immer höher gehen. Dann wird sie. Damit lädt sie sich wahrscheinlich auf. Das heißt, alle tanzen auf der Tanzfläche hier. Damit die Rune aktiviert wird. Ich glaube, man kann sie jetzt nicht anhitten. Sieht auf jeden Fall witzig aus, wie die hier einfach so rumwackelt. Auch, dass sie einfach hinten so rein eingebrochen ist. Kann nicht abschießen. Nur tanzen hilft. Und dann sieht man schon. Wenn man die. Warte, geht das weg? Man sieht hier so ein paar Strahlen, die eben halt die Energie sozusagen hiervon aufsaugen. Und das Zeichen, auch dieses Laufen-Symbol, heißt sozusagen Sport. Sondern eben halt die damit antreibt. Jedenfalls muss man hier ordentlich dancen, abdancen. Und dann aber sollte es auch relativ schnell gehen. Ja, das war es auf jeden Fall mit diesem kurzen, knackigen Video. War noch ein kleines, kurzes Informationsvideo, damit möglichst viele direkt mitmachen. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt oder noch kein Like vielleicht hinterlassen habt, dann wird das Zeit, das Ganze zu ändern. Support ist kein Mord, deshalb unterstützt mich damit. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.